einmal die Weltmeere beherrschen. Ein Plunder! Einmal als wilder Wikinger die Fjorde Norwegens in Richtung Grönland kreuzen. An diesem Traum baut Stefan Sondermann in Theißendorf seit nun bereits 8 Jahren. Sein Vorbild, ein Wikingerschiff aus dem 9. Jahrhundert, das 1880 im norwegischen Gokstad ausgegraben wurde und nun in einem skandinavischen Museum liegt. Wikingerboote begeistern mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Ich habe, ich glaube, zu meinem 9. Lebensjahr mal ein Bootsbuch in die Hand bekommen, habe das Gokstad-Schiff damals gesehen, um dessen Nachbau hier es gerade geht. Und habe mir wahrscheinlich schon damals gesagt, das musst du einfach mal bauen, so ein Schiff möchtest du haben. 19 Meter lang, 4 Meter breit, der Mast 10,50 Meter hoch. Das sind die Maße, die das Schiff dann haben soll. Die Eichen für die Planken hat Stefan Sondermann im Wald gesucht und dann zurechtgebogen, wie man es halt im Mittelalter machte. Die Planken werden aufeinander gesetzt und im Gegensatz zu anderen Bootsbauweisen nicht aufeinander gestellt, sondern liegen seitlich aufeinander. Da ein Bauplan für Wikingerschiffe nicht überliefert ist, blieb Stefan Sondermann nichts anderes, als alte Bücher zu studieren. Was er dort sah, hat er dann mit Geschick und Fantasie ganz einfach nachgebaut. Anfangs eine Herausforderung für den gelernten Maurer, doch er blieb zäh. Ich habe das Geschick, mit Holz umzugehen. Mich interessieren alte Handwerkstechniken. Ich habe einen Ehrgeiz, Sachen, die mir gefallen, die möchte ich unbedingt nachbauen können. Wie diese Winden, Klampen und Platten für die Ruderlöcher. Platz soll das Boot für über 30 Menschen bieten. Eine Abenteuertour zu den Färöern, Seebestattungen oder der Auftritt einer Rockband. Wenn das Schiff fertig ist, hat Stefan Sondermann viel vor. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, die mir da in den Sinn kommen. Wichtig ist für mich eigentlich nur, dass der Weitergebrauch dieses Bootes mich glücklich macht. In 2,5 Jahren soll das Schiff vom Stapel laufen, zuerst einmal am Waginger See. Ein Wikingerschiff hat der bestimmt noch nicht gesehen.